eine der Manifestationen der allgegenwärtigen göttlichen Klarheit, die alle Dimensionen durchdringt, ist das Licht. Da das Licht eine duale Natur hat, zeigt es sich in Wellen oder in winzigen Photonenteilchen. Jeder lebende Organismus strahlt Photonen aus. Das sind Informationsträger auf physikalischer Ebene. Nukleotide, die die DNA bilden, werden durch Informationen gesteuert. Nukleotide als Datenträger sind nur funktionsunfähige Teilchen. Es fehlen die Informationen zur Steuerung ihrer Programmierung. Der Geist verarbeitet Empfindungen und Daten, die von unseren fünf Sinnen in Form von Gedanken empfangen werden. Das Herz verfügt über Gefühle, Intuitionen und Vorahnungen. Das alles sind klare, eindeutige Zeichen dafür, dass das Herz singulär ist und eine besondere Verbindung zum allumfassenden Bewusstsein hat. Klarheit, Schöpferinformationen und Herzfelder repräsentieren und manifestieren die Vollkommenheit höherer Dimensionen. Licht, Daten und Geist sind rein dreidimensionale Hilfsmittel für unsere Orientierung. Unter all diesen Gesichtspunkten haben wir einen Seelenscanner geschaffen, der es ermöglicht, uns unsere multidimensionale Realität zu zeigen, die von unseren Herzfeldern erkannt wird. Um die Botschaften unseres Herzens auf einer tieferen Ebene zu verstehen, benötigten wir ein neues Messverfahren. Die Natur handelt immer intuitiv aus dem natürlichen Schöpfungsakt heraus und strebt nach Ausgleich, Harmonie und Leben. All diese Informationen wurden unsere Basis. Jedes Elementarteilchen wie Mineralien, jeder Kristall, alle Bakterien, Viren, Pilze, alle Pflanzen, jedes Tier sowie unsere Gedanken, unsere Emotionen oder unser Geist haben typische sakrale Informationen, die von der Schöpfung nur für sie bestimmt sind. All diese gesammelten Muster übertrugen wir in das Matrix-Drops-Programm. So schafften wir es, uns durch das Herzfeld mit unserer eigenen Seele und unserem Bewusstsein zu verbinden. Muster von lebenden Organismen sowie die Prägungen spiritueller Eigenschaften wurden in Kristallen und Flüssigkeiten für lange Zeit gespeichert. Mehrere tausend Quintessenzen und ihre Oktaven haben den Namen Matrix-Drops erhalten. Der Matrix-Drops-Computer erkennt geopathische Belastungen, Strahlungen, Verletzungen der Autonomie durch Impfungen, Schwermetallbelastungen, Allergien, Störungen der Information von Aminosäuren, in unserer Umgebung lebende Entitäten, Elektrosmog und Erdpolverschiebungen sowie Homöopathien. Darüber hinaus zeigt er auf, welche persönlichen Eigenschaften uns blockieren oder welche uns helfen, unsere aktuelle Schicksalsaufgabe zu erfüllen. Durch die integrierte Tesla-Spule kann das Gerät selbst Raumharmonisierungen durchführen. Hier stehen verschiedene Programme zur Auswahl. Der Matrix-Drops-Computer ist ein transzendentes Gerät. Er ermöglicht uns einen Einblick in unsere seelischen Freuden und von Erinnerungen getragenen Schmerzen sowie während dieser psychosomatischen Folgen. Matrix-Drops stoppen unerwünschte Kräfte, denen wir hilflos ausgeliefert sind.
Dabei kann es sich um schlechte Eigenschaften handeln, die wir aus einem Verhaltensmuster unserer Umgebung übernommen haben. Aber es kann sich auch um vernichtende Viren, Pilze, Bakterien oder Parasiten handeln. Der Computer zeigt uns Lösungsmöglichkeiten aus den Abdrücken in unserem Gedächtnis, die während unserer embryonalen Entwicklung und Fötuszeit gespeichert wurden. Wer möchte nicht die astralen und mentalen Botschaften seiner vorherigen Leben kennenlernen? Der Computer zeigt nicht nur die Fakten der Vergangenheit, sondern auch mögliche Ereignisse in der Zukunft. Durch die Verbindung zum Herzfeld kann man über das morphogenetische Feld auf telepathische Weise mit anderen Personen, Tieren und Pflanzen Kontakt aufnehmen. Die Informationsmuster sind universell. Deshalb sind wir in der Lage, über unser eigenes Bewusstsein die fehlenden oder vernachlässigten Informationen des untersuchten Lebewesens zu erkennen. Die Ergebnisse der Computeranalyse können auch ausgedruckt werden. Außer den ursprünglichen universellen Informationen tauchen zuweilen auch Schatteninformationen auf. Das führt dazu, dass wir mit unserem eigenen Schatten und den verlockenden dunklen Kräften zu kämpfen haben. Matrix-Drops sind vollkommene Informationen. Sie unterstützen unsere Selbstheilungskräfte und bremsen die uns schwächenden Kräfte aus. Dadurch helfen sie, das Immunsystem wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen. Die in den Tropfen gespeicherten Informationsmuster sind kohärent. Das heißt, sie sind unter normalen Umständen in der Lage, lebendige Organismen zu veranlassen, ihren perfekten, ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Durch die Anwendung des Matrix-Drops-Protokolls können wir eine kohärente Umgebung schaffen. Jeder lebende Organismus hat diese besondere, alchemistische Selbstheilungskraft. Bei Kohärenz oder vollkommenem äußeren und inneren Gleichgewicht kann es sich die für ihn notwendigen fehlenden Stoffe aus anderen Elementen holen. Diese kann er dann durch kalte Fusionen synthetisieren und bei Körpertemperatur herstellen. Die Matrix-Drops sind in der Lage, all diese Prozesse zu steuern. Die Epigenetik hat bewiesen, dass in unseren Genen nur 1% unseres Schicksals geschrieben steht. Der verbleibende, bedeutendste Teil hängt von uns, unserer Umgebung, unserer Ernährung, unserem Denken, unseren Gefühlen, unseren Beziehungen, unserer Spiritualität und unserem Geist ab. Der Träger für die Matrix-Drops ist Wasser, eines der wichtigsten Bestandteile aller Lebewesen. Wasser und die in ihm gespeicherten Informationen machen aus leblosen Stoffen lebende Organismen. Da jedes Lebewesen aus Mineralstoffen und Wasser besteht, kann es auch als ein Flüssigkeitskristallmodell gesehen werden. Die Wassermoleküle bilden durch eine sekundäre Bindung aus 5 H2O-Molekülen quasi einen Kristall. Das bewirkt, dass das Wasser programmiert werden kann.
Wasser versucht immer, Informationen aus höheren Dimensionen zu erhalten. Deshalb haben wir ein Verfahren angewandt, das die Auswirkungen von physikalischen Einflüssen aus der Umwelt verhindert. Hierzu nutzten wir die Möglichkeiten der Teleportation. Elektronische Teleportationsexperimente sind zwar wissenschaftlich bewiesen, die Effektivität der Signalübertragung jedoch ist sehr schwach. Das wissenschaftliche Forschungsteam von Matrix Drops erarbeitete ein komplett neues Verfahren. Die Teleportation mit Kristallen erhöhte die Übertragungseffektivität der Informationsmuster auf ein Maximum. Matrix Drops können die Informationen über mehrere Jahrzehnte speichern. In der Geschichte der Menschheit eröffnet sich eine außergewöhnliche Möglichkeit für eine neue Art von Freiheit. Die seelische und die geistige Freiheit.